Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Steel Division Normandy 1944. Wir versuchen weiter in der Mitte und auf der rechten Flanke vorzustoßen, aber der Feind wirft uns so viel entgegen und auch so unglaublich starkes Material, dass unsere Vorstöße hier ja sehr, sehr schnell wieder zurückgeworfen werden. Er verfügt auch über große Mengen an Infanterie, die hier momentan sich auf offenem Feld befinden. Eigentlich also ein gefundenes Fressen für unsere Truppen. Aber er hat in der letzten Folge Pantherpanzer vorgefahren lassen. Einen Befehlspanther und eine Ausführung G. Und auch in der Mitte kommen unsere Truppen nicht weiter voran, weil er hier eine Flak 88 in Stellung gebracht hat, die unsere folgenden Truppen hier zerschlagen. Die haben es zwar jetzt zu großen Teilen geschafft durchzukommen, aber ja, es ist einfach nicht wirklich einfach. Wir versuchen trotzdem weiterhin unser Bestes. Wir haben hier noch Munition, die müssen wir jetzt wieder an unsere Artillerie bringen. Hier habe ich jetzt gesehen, haben sie gerade einen Spähtrupp in Stellung gebracht. Den versuchen wir jetzt gleich auszuschalten, beziehungsweise unsere Infanterie soll einfach mal angreifen. Auf der rechten Flanke würde ich jetzt sehr gerne einen Wolverine in Stellung bringen, welcher sich erstmal hierhin begibt, außerhalb der Reichweite. Und dann versuchen wir damit, die Panther auszuschalten. Und ich schaue gerade mal, der Hani hier dürfte eigentlich in Sicherheit sein. Wir bringen mal noch einen zweiten mit, der sich daneben stellt, um den Kampf gegen die Infanterie hier aufzunehmen. Dann haben wir hier die Pack, die ist jetzt in Stellung. Die soll auch mal ein Stück weiter nach vorne verlegen. Die kann ruhig mal bis nach hier hinfahren. Na, wobei, dann ist sie vermutlich in der Reichweite der Flak 88. Dann bringen wir sie mal hier hin. Ja, und in der Mitte müssen wir warten, bis hier die Infanterie zur Verstärkung eingetroffen ist. Wir schicken sie erstmal hier oben hin. Okay, machen wir mal weiter. Die feindliche Infanterie zieht sich zu großen Teilen hier zurück. Und du sollst da bleiben, nicht weiter vorfahren. Nicht in Reichweite der Pantherpanzer gehen. Und das hier ist ein Flammenfahrzeug. Ja, das ist natürlich auch kein Geschenk. Ja, da ziehen sich unsere Truppen zurück. Das kann man denen nicht übel nehmen. Dann mal Artillerie da rein. Ihr begebt euch mal dort in den Wald. Na, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Das Gebiet hier scheint frei zu sein. Deswegen verlegst du auch mal ein Stück weiter nach vorn. Gehst mal hier in den Wald. Ist dann natürlich gefährlich, weil die... Und da ist noch eine ganze Infanteriegruppe. Ach du liebe Zeit, okay. Den kannst du nicht ins Visier nehmen. Ja, der Flammpanzer hier, der macht es jetzt natürlich fertig, aber der ist jetzt unterdrückt. Gucken, ob der da gleich in Schussreichweite kommt. Die Panther sind hier noch lange nicht in Schussreichweite. Du kannst erstmal... Erstmal dorthin. Ja, und euch bringen wir mal weiter zurück, wieder die Hannis hier. Ihr verlegt mal nach da. So, er verlegt dort durch den Wald tatsächlich. Okay. Dann begib dich mal hier hin. Na, du brauchst noch ein ganzes Stück, bis du in Reichweite bist. Hier, die haben unsere Truppen stark im Griff. Tja, Leute.
So, die Infanterie ist da. Die begibt sich dann mal weiter hierhin, immer ein Stück weiter vor. Die Mörser sind schon wieder nicht mehr in Reichweite. Fahrt mal ein Stück vor. Und wir gucken mal weiter. Überleg mal noch ein Stück weiter vor. So, du bist dort in Stellung. Kannst du... Ja, das ist nur eine kleine, ne? Deswegen kann die nicht so weit feuern. Ah, verdammt, die haben ja sogar ein Maschinengewehr mittlerweile. Aber unsere Leute haben es geschafft, das Maschinengewehr auszuschalten. So. Weiß nicht, worauf du jetzt gerade feuern möchtest. Auf den Flammenpanzer. Na, das kannst du machen. Na, trifft ihn aber nicht. Jetzt ist er da außer Seite weiter vor. Es kostet uns alles wertvolle Zeit, die wir nicht haben. So. Keine freie Schusslinie. Ach, ihr habt auch gar keine Munition mehr. Das ist natürlich noch schöner. Dann hier das Gebiet mal frei machen. Und was ist denn jetzt passiert hier? Warum ziehst du dich zurück? Hat der Panther schon auf dich geschossen? Haben die Panther eine größere Reichweite als unser... Es kann schon sein, dass die... Na, die werden mit Sicherheit dieselbe Reichweite haben. Ja. Boah. Und mit einem Schuss zerstört. Tja, Leute. Was soll man dagegen machen? So, unsere Panzerverkanone kann sie nicht von hier ins Visier nehmen. Überleg mal ein Stück weiter nach da. Ihr greift mal an hier. Da ziehen sie sich zurück, aber unsere Truppen hier sind noch in Schockstarre. Das wir bringen mal neue Infanterie dort herein. Wenn die sich zurückziehen, können wir hier das Feuer umlenken. Was aber immer noch keine freie Schussbahn. Dann gehen wir noch ein Stück weiter nach da. Tja, hier traue ich mich fast gar nicht vorzurücken. Wir haben einfach nicht genug Infanterie, ne? Aber wir holen mal Sturmpioniere mit rein. Aber die können wir auch nicht vorschicken, solange das Ding da ist. Dann versucht mal hier euer Glück. Keine Waffe? Wie keine Waffe? Der ist auch zerstört. Okay. Keine Chance gegen den Panzer 4. Eieieiei, Leute. Hier ziehen wir uns auch zurück. Tja. Also gegen die Panther haben wir überhaupt gar keine Chance. Besonders nicht mit den Sherman. Da haben wir auch feindliche Infanterie. Hier rückt er auch vor. So, ich will mir jetzt mal kurz einen Lageüberblick machen. Also, rechte Flanke, da ist kein Vorkommen. Da haben sie jetzt die Panther. Da schaffen wir es einfach nicht vorzukommen. Kein Stück. Hier, dort hat der Feind irgendwo offensichtlich Artillerie in Position gebracht. Mit seinen Panzern hat er, oder mit seinem Panzer hat er jetzt unseren Crocodile hier zerstört. Hier kommen wir auch nicht vor. Das können wir uns, glaube ich, auch abschminken. Vielleicht schaffen wir es gerade noch so, die Flak auszuschalten. Aber dann ist auch Feierabend.
Hier, okay, den Panzer werden sie vielleicht ausschalten. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass wir insgesamt gesehen nicht genug Kräfte haben, um ihn hier zu zerschlagen. Wir haben nicht die Stärke an Material, um hier gegen Panther vorzugehen. Also das hat man ja gerade schon gesehen. Der Wolverine ist gerade in Schussreichweite. Und der Panther macht ihn mit einem Schuss weg. Tja, Leute, ich bin tatsächlich mit meinem Latein am Ende. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass... ja, was soll ich sagen, Leute? Ich glaube, ich muss mich an dieser Stelle einfach geschlagen geben. Wir haben diverse Missionen hier in Steel Division gespielt und wir haben diverse Missionen auch geschafft. Wir haben zwei Kampagnen von dreien abgeschlossen. Hier, das ist jetzt der vierte oder fünfte Versuch und ich habe es tatsächlich auch außerhalb des Let's Plays probiert, hier das ein oder andere nochmal zu probieren, um diese Mission mit euch zusammen zu schaffen. Aber ich muss mich an dieser Stelle geschlagen geben. Das Spiel ist zu schwer für mich. Oder ich bin zu doof, ich weiß es nicht. Eins von beiden. Und ich muss auch sagen, es macht an dieser Stelle dementsprechend auch keinen Spaß mehr. Und ich werde das Let's Play zu Steel Division Normandy an dieser Stelle abbrechen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, ich enttäusche den einen oder anderen nicht zu stark damit. Aber Leute, ich komme hier nicht vorwärts. Und wie gesagt, ich bin mit meinem Latein auch einfach am Ende. Ja, Leute. Meine Entscheidung, die stand eigentlich schon vor zwei, drei Folgen fest. Ich habe mich aber nochmal zusammengerissen und wollte es nochmal probieren. Aber ja, ich schaffe es einfach nicht. Und ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse wegen dieser Entscheidung. Es wird dementsprechend ein neues Let's Play gestartet, anstelle von Steel Division Normandy. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es sein wird. Ich werde da nochmal eine Umfrage starten auf meinem Kanal. Die Umfrage wird schon längst gestartet sein, nachdem ihr dieses Video hier gesehen habt, denn ich habe etwas vorproduziert. Und dementsprechend wird das neue Let's Play dann am morgigen Tage, also nachdem diese Folge hier erschienen ist, erscheinen. Und ja, Leute, da freue ich mich tatsächlich dann schon sehr, sehr drauf. Ich habe ein paar spannende Titel mir schon ausgeguckt, welche dann anstelle von Steel Division laufen werden. Und ja, Leute, das soll es dann jetzt auch für dieses Video gewesen sein. Bitte seht's mir nach. Es ist einfach, ja, ich meine, und vor allen Dingen, ich muss ja auch ein bisschen Spaß haben hier beim Spielen. Und wenn ich hier die ganze Zeit nur auf die Mütze bekomme, dann macht das dementsprechend auch einfach irgendwann keinen Spaß mehr. Leute, es tut mir leid, aber es ist nun mal so. Seid mir nicht böse. Wartet ab, was als nächstes Let's Play kommen wird. Ich denke, das wird eine schöne Geschichte. Und ja, Leute, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder oder zu einem kommenden Livestream. Leute, ich melde mich ab aus Steel Division Normandy. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.